Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, eine gute Vermittlungsnachricht können wir heute leider nicht präsentieren. Die vor einer Woche vorgestellte kleine ältere Jack Russell-Hündin Missy hat vor Weihnachten kein Glück mehr, denn bisher hat sich niemand für sie interessiert. Nun liegt die Hoffnung im neuen Jahr, denn ab 16. Dezember bis über den Jahreswechsel werden keine Tiere mehr vermittelt. Das liegt nicht nur daran, dass Tiere keine Weihnachtsgeschenke sein sollen, die danach oft genug wieder im Tierheim landen. Zwischen Weihnachten und Silvester ist außerdem für die Eingewöhnung eines Haustieres keine gute Zeit, weiß Tierheimleiterin Katrin Mattes. Die Familien bekommen viel Besuch, es ist sehr unruhig und dann kommt doch Silvester, lautstark und mit Party. Das alles ist nicht gut für die Eingewöhnung, gerade für Tiere aus dem Tierschutz. Unsere letzte Vorstellung für dieses Jahr ist der Kater Charlie, der wegen einer Wohnungsauflösung in die Arche Noah kam. Charlie ist ein typischer roter Kater, neuem gegenüber vorsichtig und skeptisch. Durch die fremde Umgebung im Tierheim ist der 6-jährige Charlie auch etwas ängstlich. Bisher lebte er als reine Wohnungskatze, hat aber einen größeren Freiheitsdrang, sagt Katrin Mattes. Charlie wurde in der Arche Noah kastriert, sodass er im neuen Zuhause auch gut an Freigang gewöhnt werden kann. Das würde dem neugierigen Charlie bestimmt gefallen. Charlie braucht Katzenfreunde, die sich gut mit dem Katzenwesen auskennen und wissen, dass manche Vertreter ihrer Art eben mehr Zeit brauchen, um ihre neue Umgebung und ihre neuen Menschen kennenzulernen. Wenn sie dann von alleine kommen, ist das Eis gebrochen und es wird eine tolle Freundschaft. Charlie ist ein sehr schöner roter Kater, der nur auf die richtigen Menschen wartet.